stapeln. Da gehen allerdings nur 120 Schuss. Aber das ist ja nicht so wilde. Jetzt werde ich dem guten Typen erstmal aufklären, dass ich hier ein Let's Play aufnehme. Bin übrigens die ganze Zeit nebenbei dabei, ein Let's Play von Eve aufzunehmen. Bist dann später also auf YouTube zu lesen. Lesen. Haha. So. Okay, gut, haben wir das so. Das speichern wir auch so ab, weil ich gehe davon aus, dass die nach ein bisschen besser ist. Schauen wir mal nach. Attribute. HP-Struktur, Präzisionsrezept. Schadensmodifikator, optimale Reichweite ist etwa ähnlich. Feuerrate alle 3 Quetschsekunden. Jetzt weiß ich gar nicht, wo denn hier jetzt sozusagen der Damage steht. Ja, du wirst berühmt werden bei durchschnittlich 30 Klicks pro Bit. Wird auf meinem kleinen Kanal hochgeladen. Da hab ich nur in die 140 Abos auf einem anderen Kanal sind es über 1700. So, aber das interessiert ja jetzt eigentlich nicht so die Welt. Aber ja, vielleicht kriegst du noch Hitzeschaden, 1 HP. Soll das... Ich weiß es nicht. Oder kommt das überhaupt... Ah ne, die Waffe, die kommt ja gar nicht, glaube ich, auf den Schaden drauf an, sondern bloß auf die Feuerrate und die Reichweite und sowas, oder? Auf den Schaden direkt, das wirkt ja die Munition. Denke ich jetzt mal. Okay, schließen wir das wieder. Und gehen wieder raus. Und farmen weiter. Was bist denn du hier? Was bedeutet denn das Zeichen? Tod? Pirat? Oder hä? Das hat mich jetzt gerade ein bisschen überfordert. Ein bisschen verwirrt, um genau zu sein. So, fliegen direkt wieder zu dem Asteroidengürtel, wo ich die ganze Zeit schon bin. Zum letzten. Wurm. Warp-Antrieb aktiv. Und jetzt hoffe ich sogar mal direkt, dass wir gleich wieder auf ein paar Piraten treffen. Oder wenigstens einen. Dass ich denn die herzallerliebste Knarre gleich mal ausprobieren kann. Die 200 mm. Okay, gut. Oh, Golden Umbra ist hier fast verbraucht. Haben wir... Ne, annähernd, nicht umkreisen. Haben wir da etwa noch jemanden, der hier ein bisschen mitfarmt oder was? Nö, eigentlich nicht. Weil bisher war ich immer alleine unterwegs. Oder habe ich das jetzt schon selbst alles weggeknabbert? Dann werde ich halt einfach bloß mal ein paar Schuss auf den Asteroiden loslassen. Bloß um mal den Sound zu hören. Aber ich denke mal, der wird sich nicht viel anders anhören, ne? Werde es trotzdem austesten. Vorher mal. Und ja, hört sich nicht so weltbewegend an. So. Dann werde ich jetzt mein Schiff stoppen und anfangen zu minen. Stopp dann hier auch wieder mal die Aufnahme. Und wenn ein Schiff kommt, dann starte ich die Aufnahme wieder. Und das, da hier ist was Gelbes. Was heißt Gelb? Ich weiß es nicht, was Gelb heißt. Kein Blassen. Muss ich dann später mal fragen. Oder ich frage den hier mal.
Was hat das eigentlich zu sagen, wenn ein Wrack gelb markiert ist? Oder andere Spieler gelb. Ja. Ja, auf die Antwort warte ich jetzt noch, damit ihr das auch gleich mitbekommt. Aber bis der Part hochgeladen wird, wird eh noch einiges an Zeit vergehen. Und der gute Kamerad hier ist scheinbar gerade entweder beschäftigt oder nicht der schnellste beim Schreiben. Aber wenn ich jetzt gerade irgendwo im Battle wäre, also ein gelbes Wrack oder Container, heißt, dass es jemand anderem gehört. Aber hatte auch schon den Weises, dass ich nicht nehmen durfte. Also habe ich das schon also richtig geahnt, dass Gelb einem anderen Spieler gehört. Ich meine, das habe ich eigentlich vorher schon gewusst, aber jetzt weiß ich es zumindest sicher. Und ich werde ihm erstmal hier Kontakt bearbeiten, ein weiteres Plus geben. Weil, wie gesagt, der hilft mir echt. Der hat mir 2 Mille überwiesen. Und ja, mal schauen, wie lange sich der Kontakt noch hält, ob man denn öfters mal miteinander textet. Mal gucken, was denn der Todeschannel hier noch so schreibt. Ja, Dash wurde mir nicht angezeigt. Dash wird mir angezeigt, wenn er online kommt. Wir knabbern halt jetzt den Asteroiden hier noch ein bisschen weg und es kommen einfach keine Piraten jetzt. Jetzt, wo ich die Knarre mal ausprobieren möchte. Die wissen wahrscheinlich schon, was sie erwarten würde. Hier schwirrt über all gelbes Zeug rum. Nee, ist eigentlich nicht meins. Nö, mir wurde ge... Nö. Hab die Meldung bekommen, dass es dann Diebstahl wäre. Ich schätze mal, Diebstahl habe ich falsch geschrieben. Also ist ja nicht der Stahl. Aber wurscht. Musste jetzt mal ein bisschen schnell gehen. Das Hirn ist so ein bisschen abgeschaltet. Es kommen echt keine Piraten hier. Wie langweilig. Muss ich dann doch mal einen anderen Asteroidengürtel? Also wenn ich jetzt allein bloß jetzt mit einem Kampfschiff hier reinziehen würde, ja, würde es doch recht öde werden. Aber wenn ich dann weiter überlege, für einen Pirat würde ich circa hier in der Region 8000 ISK bekommen. Für eine Ladung Omba, wenn ich verkaufen würde, weiß ich es gar nicht. Wie viel ich dafür bekommen würde, kann ich ja gleich mal nachschauen, sobald ich meinen Laderaum voll habe. Was ich denn eigentlich dann mehr rentieren würde. Ja, wobei, mit dem Schiff kann ich ja beides machen, da muss ich ja nicht extra Marktdetails anzeigen. Sodele. Käufer. 44. Ach scheiße, ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Auf zurück zur Base. Warp-Antrieb aktiv. Und da schauen wir halt nach, was ich dafür kriegen würde, wenn ich es verkaufen würde. Und dann sehen wir ja, was denn dann... Ein gelbes Sprungtor? Das heißt, es gehört jemandem? Ist ja fett. Wie geht denn sowas? Wie kann... kann ich dir dann nicht beantworten. Ja, ich kann mir das auch nicht beantworten. Anfrage zum Andocken angenommen. So, meine Ladungen, Gegenstände,
das waren die, diesen Gegenstand verkaufen, würde ich dafür bekommen 16.000. Also es wären praktisch zwei Gegner. Also jetzt nur mit einem Kampfschiff da reinziehen, würde es sich nicht lohnen, also... Pff. So, alle stapeln. Veredeln. Ja, und so steigen die Sachen hier immer mehr. Normalerweise könnte ich jetzt die Light Cannon hier auch jetzt erstmal wieder aufbereiten, weil die brauche ich... Ne, stopp, die hebe ich ja noch auf. Ich habe ja die anderen noch gar nicht ausgetestet, ne? So, gehen wir direkt wieder los. Wir ziehen mal einen anderen Asteroidengürtel. Und zwar in dem vorletzten, wir gehen so lange in den letzten, bis es da kein Golden Umber mehr gibt. So machen wir das. Sonst komme ich da bloß durcheinander. Was? Asteroid Belt. 7? Nee, ich wollte eigentlich, habe ich mich doch glatt verdrückt. Verdammt. Naja, gehen wir also doch in den vorletzten der Liste. Haha. Ja, vielleicht haben wir dann da mal ein paar Piraten. Die eine Mumble mal wieder nachladen. 10 Sekunden Nachladedauer. Ich schätze mal, wenn man dann größere Waffen bekommt, dass die ganze Geschichte dann vielleicht sogar noch ein bisschen länger dauern könnte. So, hier haben wir auch noch ein bisschen Golden Umber. Allein der Rohstoff, der hat schon einen recht lustigen Namen, Umber. Das klingt ein bisschen kurios. Aber hier fliegen echt überall so Container rum. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Oder hat hier einer gefarmt und seine Ladung in die Container geladen? Oder? Also wenn ich jetzt einen auf Bösewicht machen würde, könnte ich die mir ja schnappen. Aber hier in dem Sektor hätte ich dann mal ganz schnell die Bullerei am Hals. Und ich glaube nicht, dass ich mir das zurzeit leisten könnte. Die würden mich wahrscheinlich in 0, nichts wegmachen. So, wird weiter gemeinert und ich beende hier mal die Aufnahme und melde mich dann halt nochmal, wenn es wieder soweit ist. Wieso habe ich denn schon wieder Geld bekommen? Das kann doch nicht sein. Nee, hier. Kopfgeldauszahlung. Ach so, das kommt verzögert oder was? 19:29. Vor einer Minute. Ach, das Kopfgeld kommt verzögert. Deswegen checke ich das immer nicht so ganz. Ach so. Alles klar. Wieder ein bisschen was dazugelernt. Ja, klar. So eine Überweisung braucht ja auch ein bisschen. Bis sie das bei der diensthabenden Dienststelle da eingereicht haben und mir dann überwiesen. Das ist ja immer so, dass es alles so ein bisschen dauert. Wenn sie Geld wollen, dann geht das alles ganz schnell. Aber wenn sie welches geben sollen, dann dauert das immer. Das ist aber überall so. Okay, also jetzt an dieser Stelle erstmal die Aufnahme beendet und bis gleich oder später.